Vom 13. bis 16. März 2014 findet in Stuttgart die Retro Classics statt. Als eine der größten Automobilschauen mit dem Thema Klassiker von gestern, heute und morgen hat sich die Retro Classic während der vergangenen 13 Jahre etabliert. 3000 Fahrzeuge, über 1300 Aussteller auf 100.000 Quadratmeter modernster Ausstellungsfläche sprechen für sich. In 8 großen Hallen zeigt sich hier das ganze Spektrum der Sammlerfahrzeuge. Namhafte Oldtimer-Händler aus ganz Europa bringen ihr Angebot zur Ausstellung. Auch für Privatkäufer gibt es die Möglichkeit, Oldtimer und Youngtimer zum Verkauf anzubieten. Spezialisten präsentieren Neoklassiker, die Sammlerfahrzeuge von morgen. Die internationale Messe Retro Classics glänzte in den vergangenen Jahren auch wegen ihrer Sonderschauen. Alfa Romeo war einmal Thema, eine einzigartige Maserati Sport- und Rennwagenausstellung und die Marke Horch im Jahr 2013. Nach der Messe ist vor der Messe. So laufen für die Retro Classics 2014 die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Bugatti, Delage, Delahaye, Talbot, Salmson, Voisin, Hispano Suiza, Hotchkiss, Loré Dietrich, Panhard et Levasseur und Fasselvega sind die klingenden Namen, die in 2014 die stolze Sonderausstellung Vergessene französische Marken bestreiten werden. Erdmann und Rossi gilt als einer der edelsten Couturiers für Karosserien in der Geschichte des Automobils. Die Werke sorgen für beeindruckende Oldtimer mit majestätischem Auftritt. 12 dieser Luxusfahrzeuge treten in der Sonderschau Erdmann und Rossi auf. Den US-Cars ist auf der Retro Classics wieder eine ganze Halle gewidmet. Die internationale Messe Retro Classics ist aber nicht nur Fachmesse für Oldtimer, Classics und Youngtimer mit 4 Rädern. Auch Motorradfreunde sind mit ihren 2 Rädern vertreten. Im Jahr 2013 widmete sich die Sondershow den Motorenkonstrukteuren Hoffmann und Küchen. 2014 sind es die Maschinen der unvergessenen Firma UT Untertürkheim Motoren- und Fahrzeugbau und der Standardfahrzeugfabrik, die Wilhelm Gutbrot 1926 in Ludwigsburg gegründet hatte. Wer sich erinnern möchte, wie man in früheren Zeiten gereist ist, besucht die große Schau der Omnibusse. Rund 77.000 Besucher und 700 Journalisten aus 20 Ländern kamen 2013 nach Stuttgart, um den Klassiker-Saisonauftakt mitzuerleben. Man sieht sich auf der Retro Classics.